Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir wieder einen Rechner hier draufstehen auf dem Tisch. Und zwar den Philips VG8235. Ja, das ist ein MSX2-Rechner. Also, er hat ein einseitiges 360 Kilobyte Laufwerk eingebaut. Zwei Cartridge-Slots. Ja, es ist ein sehr solides Gerät. Ich kenne das Gerät noch von unserem Händler damals, der hat den im Verkaufsstand gehabt. Ich habe ja damals noch mein 75D gehabt, mein Sony, und habe immer mit dem geliebäugelt. Er hat jetzt ein paar interessante Sachen dabei. Und zwar kann man hier die Tastatur verstellen. Auf der Seite ich hoffe ihr seht's, da ist hier das Diskettenlaufwerk eingebaut. Wie gesagt, das ist ein einseitiges 360 Kilobyte Laufwerk und die zwei Joystick Ports. So, von hinten, wir haben hier einmal den Stromanschluss, den Ein- und Ausschalter, Monitor, Drucker. Dann hat man hier nochmal für so einen Fernsehanschluss. Der Anschluss ist für die Datasette, also ein Kassettenrekorder, für das ist der RGB-Anschluss, Monitor. Und hier kann man externes FDD anschließen, und zwar das Philips VY0011. Und hier der zweite Cartridge-Slot. Wenn man den gekauft hat, war das zu. Da war ein Deckel drauf, den musste man erst wegschrauben und dann war das beigeliefert und man musste das erst montieren, dass man überhaupt die Cartridge einbauen kann. Ja, auf der Seite ist nichts. Tun wir mal wieder vor. So. Also das Gerät selber hat am Speicher 128 Kilobyte RAM plus 128 Kilobyte Videoram. Auf dem Gerät ist er das wieder wie bei Philips üblich zusammengerechnet, und es ist ein bisschen schwierig, ja, sie tun etwas vorgaukeln, was der Fall ist. Üblich, wie gesagt, ist der Z80A Prozessor mit 3,58 MHz und er hat einen PSG Sound. Was man noch vielleicht sagen könnte, die Besonderheit, ihr seht es ja da, auf der rechten Seite, da steht New Media Systems. Das war ja damals bei diesen 8280, 8250 und 8220. Stand ja da auch New Media Systems dran, aber die Bezeichnung selber war NMS. Und hier ist es VG8235, wie früher die alten MSX1-Rechner. Warum sie das so gemacht haben, weiß ich auch nicht. Wollten sie damals, waren sie sich da noch nicht sicher, nur dieses New Media Systems, diesen Aufdruck drauf machen. Ja, das Gerät selber habe ich mal auf eBay gekauft. Da war jetzt noch dabei, diese Diskette war ja auch im Lieferzustand, also im Original-Lieferzustand dabei, und noch ein Prospekt. So, dann haben wir das hier. Und zwar, das finde ich sehr cool, dass ich das da bekommen habe. Das war jetzt mit bei dem Rechner dabei, derjenige, wo den Rechner verkauft hat, mir, der hat es echt aufgehoben. Das Prospekt selber war damals von Philips, wie man sieht, ja, einfach mitgeliefert. Und da geht es hier gerade, man sieht es, um den Rechner. Und ich finde es echt mal, das sieht man sehr selten. Ich bin echt froh an dem Prospekt, dass ich das mitbekommen habe. Ihr könntet ja mal schreiben, ob da Interesse dran ist, vielleicht einmal durchblättern, dass wir das einmal separat ein Video machen, wie man das durchblättert, das Prospekt.
So, dann gehen wir noch geschwind auf die Diskette ein. Gerade dieses Homeoffice ist ein Textverarbeitungsprogramm, wo man ja Briefe schreiben kann, und der Designer ist ein Zeichenprogramm. War nicht einmal so schlecht, das Programm selber. Ich habe auch mal ein paar Mal früher dran rumgespielt, weil ich habe ja den NMS 8280 gehabt. Da war ja das mit beigelegt. Ja, es war ein interessantes Programm. Ja, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die DOS-Diskette. Die war leider nicht mehr dabei. Ich habe mit dem Verkäufer geschwätzt, er hat sie leider nicht mehr gehabt. Er hat nur noch das da gefunden. Es fehlt auch das Handbuch und so. Finde ich schade, sonst wäre er komplett gewesen. Auch der Deckel hinten zum Verschließen für die Cartridge-Slot fehlt. Ja, aber es ist trotzdem gut. Das Gerät ist ziemlich stark verkratzt, aber ich bin froh, dass ich ihn habe. Weil so oft findet man doch nicht mehr. Dann zeige ich jetzt noch etwas, das habe ich noch mal zusätzlich gekauft. Ich tue jetzt gerade mal den Rechner weg. So, und zwar das Laufwerk. Ich habe es ja schon in dem Video gesagt. Ich habe das extra mal gekauft für diesen Rechner, weil das VY0011 kann man an dem Rechner als Zweitlaufwerk anschließen. Ich kann auch oben das Video nochmal verlinken von den Diskettenlaufwerken. Ja, bei mir funktioniert es noch nicht. Jetzt habe ich mir mal überlegt, was könnte es sein. Ich habe jetzt das Diskettenlaufwerk geöffnet, ich habe jetzt gesehen, es ist ein Kurzschluss drauf. Jetzt muss ich mal danach gucken, weil ich würde schon, wäre froh, wenn ich das zum Laufen bringen tät. Na, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen Arbeit brauchen, denke ich, weil der Kurzschluss ist schon heftig, also die interne Sicherung fliegt immer raus. Gut, dann tät ich sagen, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es wäre nett, wenn ihr einen Kommentar oder ein Like da lassen tätet. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns vielleicht wieder. Sage ich tschüss.